Hallo und herzlich willkommen zu einem Vlog. Wir vloggen heute ganz spontan. Juhu! Wir haben Freitag. Annemarie ist da. Ich nehme euch mit ein bisschen durch unseren Alltag. Wir werden zusammen packen. Die Kleinen gehen in die Wanne. Und ich werde euch meinen DM-Einkauf zeigen. So der Plan. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Diese beiden kleinen Hündchen gehen jetzt in die Badewanne. Ich bin ein Hund. Und wir packen heute hier bei der Carla diese, ich mache mir hier mal die Schublade auf, diesen Stofftiere. Suchst du einen Hund? Ja. Der Carla ihren Hund? Oh, das ist doch dein Hund. Carla Hund. Carla. Mein Lieblingshund, aber nicht mein Kuschelhund. Mira ist übrigens auch da, die ist gerade gekommen. Und die stopfe ich jetzt in die Badewanne und werde dann währenddessen den DM-Haul, glaube ich, drehen und werde die Badezimmerschränke mal aussortieren. Müssen die beiden kleinen Hündchen etwa in die Wanne? Kann der mit in die Wanne? Nein, der wird ja ganz nass. Wie kann den doch mit dem Föhn trocknen? Nein, Schatz, der kann nicht mit in die Wanne. Warum? Warum liegt eigentlich auf Amadeus deine Jacke? War dem kalt? Ja. Ja, das ist ein großer Hund. Nee, der kann nicht mit baden. Der wird ganz nass sonst. Ein kleiner Babyhund. Ja, aber nicht in der Wanne, Schatz. Wo denn sonst? Den können wir mal mit einem Feuchttuch sauber machen. Carla war heute schon tanzen. Ach, das habe ich gar nicht gesagt. Wir haben schon 4 Uhr. Carla war schon tanzen. Feli ist bei ihrer Freundin. Mira kam von ihrer Freundin jetzt gerade. Und oh, langsam. Und wir waren heute Morgen im Bauhaus und beim Fliesenfachgeschäft. Ja, das war's, glaube ich, was wir gemacht haben. Und Christian ist jetzt noch auf Arbeit. So, wir sitzen jetzt im Bad. Also wundert euch nicht, wenn hier Geschrei kommt. Die Kinder, ja, die sitzen in der Wanne und baden. Aber ich habe hier meinen Einkauf reingetragen und zeige den euch kurz. Und dann kümmere ich mich gleich um die weiter. Aber ich habe die hier so im Blick. Hallo. Keiner sieht dich. Ich fange mal an mit 2 Sachen. Und zwar habe ich 2-mal das Lenor-Waschmittel mitgenommen. Das Color-Waschmittel. Ich finde, das riecht total gut. Ich liebe den Geruch und davon habe ich 2 mitgenommen, weil wir auch 2 Waschmaschinen haben, eine oben, eine unten, deswegen werden die dort verteilt. Dann, ich weiß, als Weichspüler ist nicht gerade super, aber ich bin ein Geruchsjunkie, deswegen gab es auch Weichspüler, einmal den blauen Softplan und einmal dieses Lenor Parfüm, ich weiß nicht, wie das ist. Aber das mache ich gerne, also die Weichspüler mache ich gerne in Handtücher und in die Bettwäsche rein. Dann riecht es einfach länger und ich finde mal so ein frisches Gefühl, wenn man sich dann ins Bett legt. Dann hat die liebe Annemarie einen Magic Cup bekommen. Die hatte den immer bei ihrer Tagesmutter und der war kaputt. Und jetzt hat sie einen neuen bekommen. Ja, die trinkt ja noch immer drauf. Ganz gut. Also ich finde es besser als diese ganzen Flaschen. Und die trinken dort halt aus Flaschen. Und deswegen, sie hat sich jetzt den hier, das sieht man gar nicht, ein Anna und Elsa Magic Cup ausgesucht. Und der kommt dann, wie gesagt, entweder der oder den sie hier zur Tagesmutter hier trinkt. Sie nämlich größtenteils eigentlich aus Gläsern. Hast du dir Wasser über den Kopf geschüttet? Wasser. Ja, aufpassen. Annemarie ist eine Wasserratte, also die lässt sich von nichts stören. Dann gab es etwas. Ja. Gab es etwas.
Okay, Entschuldigung, sie freut sich dran. Gibt es etwas, was ich liebe? Und das sind diese hier. Das sind die Augenpads von, die gibt es bei DM. Und die sind aus Gel. Ich lege die mir immer in den Kühlschrank und wenn du die hier unten drauf legst, die werden, es ist echt Wunder, finde ich. Ist auch noch in rosa. Davon habe ich mir 4 Stück geholt, wenn ich mal wieder Schlafmangel habe, dass ich sowas zu Hause habe. Habe ich von einer ganz lieben Zuschauerin und Instagramerin, mittlerweile, ja, sie ist auch auf Instagram, und mit der habe ich ganz, ganz viel Kontakt und bei der habe ich das gesehen. Und die hat mir dann gesagt gehabt, dass es die bei DM gibt und seitdem bin ich ein riesen Fan davon. Dann gab es Maxi-Pads zum Abschminken und da mag ich gerne die größeren, die kleineren, die finde ich nicht gut, deswegen gab es die im Hof. Dann ist hier bei Fasching, juhu, 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 meins ist es gar nicht. Ich mag eigentlich kein Fasching, aber die Kinder lieben halt Fasching. Ne? Und dann habe ich, da gab es auf diesem Faschingstisch so Haarspray mit Farbe. Auf sowas waren die eh immer voll ab, auch die Großen noch. Da, die verkleiden sich ja nicht mehr, aber sowas finden sie natürlich cool. Und da gab es so Pastellfarben, die habe ich mitgenommen im Mint, in Blau und in Rosa. Und dann haben wir die schon mal da für Fasching. Dann habe ich mir eine zweite Haarbürste mitgenommen. Denn meine Haarbürste wird generell von meinen Töchtern genutzt und die wird zurückgeräumt. Und ich stehe jedes Mal, ausgenommen von Carla, und ich stehe jedes Mal da und kämme mit so einer Mini-Haarbürste meine Haare. Und da habe ich keine Lust mehr drauf. Deswegen wird das hier jetzt meine und die wird weggeräumt. In meinen Schrank. Dann habe ich... Nein. Dann habe ich für meine Kurse so Desinfektionstücher mitgenommen. Damit mache ich gerne mal die Matten sauber, die Spielsachen, die... ja, Mattenspielsachen, was auch immer. Das ist nämlich auch dafür geeignet, dass man auch Gegenstände damit desinfizieren kann. Und alles, was ich halt nicht richtig abwaschen kann, möchte ich damit immer zumindest mal abwischen. Dann gab es Schnuller für Annemarie. Die verschwinden bei uns, ich weiß nicht wohin. Sie freut sich, Schnuller. Die von DM. Dann die hier von Mom. Und die hier von Mom, diese Perfect, die sind ja so an der Seite ein bisschen dünner. Und die benutzt sie mittlerweile. Am Anfang fand sie die richtig blöd, aber die sind für die Kieferstellung besser. Und deswegen habe ich so einen mal nochmal mitgenommen. Dann gab es mal Mizellenreinigungswasser, darauf schwöre ich. Ich habe jetzt schon so viele andere Sachen ausprobiert zum Abschminken, aber ich lande irgendwie immer damit. Also das und das in Verbindung finde ich super. Und damit mache ich mir mein ganzes Make-up eigentlich vom Tag ab. Und da fahre ich ganz gut mit und es ist total ergiebig. Ich habe nochmal so eine Maske. Eine Maske von Augencreme. Ich bin jetzt total verwirrt hier. Dann gab es mein Deo, was ich mitgenommen habe. Haargummis wie in fast jedem DM-Haul von uns. Und die Wäschequellen. Ich weiß, die sind auch nicht so mega gesund, aber wie gesagt, in meiner Handtücher muss das sein. Und dann gab es für die Mädels ganz, ganz viel zum Baden. Da hatten wir fast gar nichts mehr da und da wurde jetzt halt alles raus. Da gab es nicht ganz viele verschiedene Sachen. Da habe ich einmal dieses Glitzer-Einhorn. Ein Handtuch brauchst du? Du hast deine Nase ins Wasser gesteckt. Warum machst du das? Fangen? Oha! Genau, da gab es dieses Einhorn. Dann gab es auch noch ein Einhorn von. Das ist aber schon aktuell in der Badewanne. Das ist so ein Sprudelbad, total süß, aber in verschiedenen Formen. Das gibt es wie für Jungs in diesem Astronaut und für Mädels im Einhorn. Und dann gab es das hier, das habe ich auch noch nicht kennengelernt. Das ist ein Badesalz mit Konfetti, Märchenwald. Also, das sieht ganz süß aus. Stellst du schon. Das habe ich auch mal mitgenommen zum Ausprobieren. Und noch ein Schaumbad Matschmonster. Noch mehr Haargummis. Und noch mehr Haargummis.
Und dann habe ich mir zwei Duschmittel mitgenommen. Mhm. Einmal von Dove. Das finde ich riecht sehr gut und frisch und neutral. Und das von BB. Und das liebe ich mir ab und zu immer mal wieder zu holen. Weil mich das so früher an meine Jugend und ja, an so die Teenie-Jugendzeit erinnert. Und ich liebe diesen BB-Duft. Deswegen, also ich kann es nicht immer verwenden, aber ab und zu mal so ein BB-Duschgel liebe ich. Dann unser Standard immer Haarwaschmittel für die Kinder ist das Wahre Schätze von Garnier. Ich mag den Duft. Wie gesagt, kenne ich ja auch schon von früher. Und ja, wir brauchen aber noch einen Ersatzschatz. Sie zeigt. Also bitte schön. Ja, stell es wieder hin. Genau, das haben wir eigentlich immer da. Ich bin damit super zufrieden. Dann ein leichter Kämmspray. Haben wir auch immer da. Dann für in die Badewanne rein. Wir benutzen nicht immer solche Badezusätze, sondern einfach auch mal ein Bad, ein Schaumbad. Und da benutze ich schon immer, also schon als Annemarie auch ein Baby war, habe ich dann irgendwann angefangen. So mit 8 Monaten wäscht man hier auch schon mit ein bisschen Seife mit drin, weil Schmutz sonst nicht abgeht. Und da habe ich dann schon immer dieses Daily Button genommen. Ich liebe das. Ich bin damit wirklich mega zufrieden. Dann noch ein Deo. Dann habe ich das erste Mal, ich kenne mich damit null aus, ich habe davon jetzt schon so viel gehört, mir so einen Cognac-Schwamm geholt und will den unbedingt mal ausprobieren. Bin gespannt, wie das so ist. Den habe ich mitgenommen. Carla hat sich Gesichtsjuwelen mitgenommen. Die sind aber auch für die Ohren. Ja, aber hauptsächlich für ins Gesicht. Ich glaube, am Ohr halten die nicht so. Du kannst dir das so ins Gesicht kleben. Wie so eine Fee. Dann hatte ich in meinem Maybelline Adventskalender diese Total Temptation Mascara als nicht waterproof. Und die hier ist waterproof sozusagen. Und da war ich so zufrieden mit, dass ich gesagt habe, die kaufe ich mir jetzt einfach wieder. Die war echt gut. Ach, dann habe ich hier, das gab es ganz neu. Solche Sachen ziehen ja bei mir immer, wenn es Sachen in der N neu gibt. Noch von Nivea ein 3-in-1 Duschgel, Shampoo und Spülung mitgenommen. Und das riecht auch wirklich ganz gut. Da bin ich mal gespannt. Das war das. Dann gab es noch ein 3er-4er-Pack Feuchttücher. Da finde ich diese Aqua von Pampers ganz gut, aus einem Grund, die haben so eine Klappe oben. Ich finde das total praktisch, wenn man die auf- und zuklappen kann und dann nicht immer dieser blöde Abreißer irgendwann kaputt geht und weg ist und wie auch immer. Dann gab es eine riesen Packung Cera. Unter anderem für auf die Baustelle, aber auch so. Und da kaufe ich wirklich immer das Cera, weil das wirklich besser ist als das günstige. Und noch ein Paket von Klopapier. Ja, du brauchst das ganz besonders. Eine Winter Edition. Und ja, die Kinder fahren da voll drauf ab, wenn da irgendwas auf diesem Klopapier drauf ist. Das ist der DM-Einkauf gewesen, den verräume ich jetzt und dann fangen wir an, die Schubladen auszuräumen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Sonntag und wir sind hier im Haus. Nee, Christian und ich, die Kinder habe ich für eine Stunde zu meiner Mutter untergebracht und wir werden jetzt hier die Stuckleisten von Annemarie anbringen. Die sollen im Endeffekt dann so aussehen. Das ist nochmal so der Finale, das finale Finish bei der ganzen Sache und dann wollen wir uns ein bisschen mal an die Fußleisten rangetrauen. Was haben wir auch noch nie gemacht, aber das probieren wir einfach aus. Und dabei nehmen wir euch ein bisschen mit. Gestern wurde hier viel gemacht für die Küche, für also Wasserablauf und so ein Kram. Das zeige ich euch später unten. Für die Küche, soweit alles vorbereitet, sollte doch dann irgendwann mal unerwartet jemand anrufen und sagen, dass die Küche da ist. Ich bin hier noch immer leicht am Zweifeln, aber wir sehen es ja dann. Jetzt fangen wir erstmal an und kleben die. Die werden geklebt mit so einem Montagekleber. Und dann zeige ich euch das Endergebnis.
So you don't know what you're doing. And the walls are closing in. Just remember where we're going. And remember where we've been. Ganze ist gesetzt worden. Man merke, macht so eine Arbeit nie ohne, wie heißt das Teil, Christian? Christian? Ich weiß es nicht mehr. Also es gibt irgend so eine Säge, Gärungssäge. Das ist eigentlich keine Säge, sondern eine Schablone für Winkel, für solche Stuckkram-Sachen. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier sieht man noch so ein bisschen, kommt da teilweise der Kleber noch raus. Das schneiden wir ab, wenn es dann getrocknet ist, soweit. Aber es macht einen mega Unterschied. Christian arbeitet sich hier unten schon mal vor, denn als nächstes kommen hier unten liegen sie die Fußleisten dran. Das wird der nächste Punkt sein. So, was ich euch noch gar nicht gezeigt hatte, waren unsere Waschtische. Die sind jetzt da, also die, ich leuchte hier hinten ein bisschen mit meinem Handy, weil wir hier noch keine Lampe drin hängen haben. Und zwar haben wir uns hier im Bad, hatten wir leider nicht so eine große Möglichkeit, weil hier nebendran die Toilette ja noch kommt. Und dann haben wir uns für weiß entschieden. Tut mir leid, ich bin gerade durchs Haus gerannt. Durch diese Terrakotta-Geschichte hier. Und haben dann eine Holzplatte dazu genommen, das fand ich ganz hübsch. Und ein weißes Aufsetzwaschbecken, also dieses Teil, das muss noch ausgesägt werden. Ne? Und dann kommt da ein schöner Wasserhahn drauf, den habe ich mir eigentlich heute auch schon ausgesucht. Und ja, hier sind dann Staumöglichkeiten und unten eine große. Genau, das hat sich hier im Bad geändert. Ich gehe jetzt mal kurz. Oh, Christian bringt Leisten. Die werden hier schon überall verteilt. Ich sehe, dass er auch schon reingelegt gehabt. Und hier waren wir ja heute zugange und es hat echt viel Zeit gekostet. Aber es ist wunderschön geworden, wie ich finde. Natürlich nicht perfekt, weil wir das perfekte Werkzeug auch gar nicht dafür da hatten. Aber sieht total toll aus und der Abschluss ist viel, viel schöner. Die ganzen Kleberreste jetzt hier oben, die rausgucken, die müssen wir noch wegmachen dann, wenn es getrocknet ist. Aber sonst gefällt mir das mega, mega gut, der Abschluss. Das sieht einfach schön aus. Ja, hier unten haben wir jetzt auch schon die Leisten soweit hingelegt. Ich zoome euch mal ran. Das werden die Leisten hier unten werden. Die haben wir allerdings noch nicht angebracht. Wir haben hier schon die Säge stehen und alles. Aber wir haben Sonntag und es war so laut und ich will da auch niemanden verärgern. Deswegen haben wir hier schon die Leisten verteilt einfach in den Zimmern, damit wir da, hier bei der Carla auch, damit wir da einfach, hoch, hier unten fehlt hier noch eine Leiste für die Carla. Ja, damit wir da einfach starten können. Dann sind wir hier im Badezimmer der Mädels. Hier ist schon alles so ein bisschen abgeklebt. Die neue Toilette ist da auch drin. Und der Waschtisch. Und ich finde, der sieht super, super schön aus. Selbe Prinzip wie unten.
Wir haben hier zwei nebeneinander gebaut, dass wir eine längere Größe haben. Und haben eine weiße Aufsetzplatte genommen. Und obendrauf dann auch, das sind dieselben Waschbecken wie unten. Und da werden matt-schwarze Armaturen wahrscheinlich dazu kommen. Und ich bin richtig neidisch auf den Mädels ihr Bad, weil das so schön geworden ist. Ich zeige euch gerade noch, was ich hier in der Küche getan habe. Das ist nämlich auch einiges. Wie ihr sehen könnt, sind hier alle Stromleitungen gelegt worden. Das Abwasser hier unten ist verlegt worden. Dazu haben wir hier runter ein Loch gemacht. Das wurde jetzt auch wieder aufgefüllt. Da die Geschirrspülmaschine ja hier hinkommt, die wird ja hochgesetzt und deswegen haben wir hier einen extra Wasseranschluss sozusagen gebraucht. Hier wegen den Herdsachen einiges. Hier oben entlang wurden überall die Kabel gelegt. Hier auch. Es war eine Riesenarbeit. Also die Männer haben das zu zweit gemacht, ehrlich ganz super. Da ist alles gut gelaufen. Hier oben auch die Leitung soweit. Das heißt, die Küche kann dann wieder zugemacht werden und muss dann verputzt werden und gestrichen werden, damit die Küche eingebaut wird. Genau, mit den Bildern aus der Küche würde ich mich jetzt auch aus diesem Vlog verabschieden. Somit seid ihr auf dem neuesten Stand. Es geht schleppend, aber es geht voran. Ach so, ja, Küchen-Update. Die Küche wurde nicht nur zu lang geplant, sie wurde auch zu hoch geplant. Haben jetzt die Elektriker festgestellt, 10 cm. Da mussten wir jetzt auch wieder Alternativen finden. Also nicht die Küche umplanen, aber die Elektriker waren zum Glück so flexibel, haben dort angerufen, haben eine Lösung gefunden für die Steckdosen. Aber es ist einfach nervig, weil ich mich frage, hey Leute, für was mache ich denn ein Aufmaß? Für was, wenn schon mal was verbockt worden ist, dann gucke ich mir das doch komplett nochmal an. Ich bin mittlerweile einfach nur noch genervt. Heute kam übrigens der Anruf, dass sie übermorgen kommen wollen zum Einbauen. Ich meine, das geht nicht. Ich kann die einfach so sagen, huch, übrigens, ich nehme jetzt Urlaub und ihr könnt eine Küche einbauen. Also manchmal, ich weiß auch nicht, wie fehlen die Worte. Ich bin gespannt, wann wir jetzt den nächsten Termin bekommen. Der Termin ging gar nicht, weil der Christian nicht Urlaub nehmen können. Und ich habe an dem Tag 3 Folgekurse hintereinander. Und da kann ich nicht einfach fehlen. Das mache ich nicht. Und deswegen schauen wir jetzt mal, wann wir den Alternativtermin bekommen. Ja, jetzt düse ich schnell nach Hause, koche und dann sehen wir uns beim nächsten Vlog wieder. Ciao!